aktuell ist. Und es geht heute um Temperaturmanagement, ja, aber gemäß TTM1, TTM2, TTH48 oder Hardcore, was auch immer das ist. Beim Letztgenannten ist mir das auch unbekannt, aber wir werden sicher heute viel darüber erfahren. Und es ist mir jetzt eine ganz besondere Freude und Ehre, Ihnen gleich den ersten Referenten vorstellen zu dürfen. Den brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen, weil er ist nämlich der derzeitige DIVI-Präsident. Und man sieht ihn wahrscheinlich ständig da oben auf den Dias. Man sieht ihn ständig, egal wo man sich hier auf diesem Kongress bewegt. Er ist natürlich auch, hat die richtige, die Größe, dass man ihn auch überall sieht. Professor Schwab ist der Chef der Klinik für Neurologie in Erlangen. Wir beide kennen uns aus Heidelberg. Wir haben in Heidelberg sehr intensiv und gut zusammengearbeitet und auch zum Thema Temperaturmanagement das ein oder andere gemeinsam in Heidelberg und darüber hinaus auf den Weg gebracht. Stefan, ich freue mich jetzt sehr, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag mit dem Titel Bedeutung der Hypothermie aus neurologischer Sicht. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, lieber Bernd. Der Neurologe ist ja letztendlich dann immer derjenige, der im Grunde das Ergebnis dessen, was Sie tun, beurteilen muss. Und die Agenda für den Vortrag heute muss natürlich die Hypothermie nach kardiopulmonaler Reanimation bearbeiten, Methoden der Hypothermiebehandlung, Hypothermie beim Schädel-Hirntrauma und bei anderen neurologischen Erkrankungen, ganz zum Schluss auch beim Schlaganfall. Wie immer, wenn man nicht so ganz genau weiß, wie man sich verhalten soll, guckt man ja am besten mal in die Leitlinien verschiedener Fachgesellschaften. Und da sehen Sie schon im Grunde eines der Dilemmata sozusagen des Konzepts der TTM. Wenn Sie hier nämlich die American Academy anschauen, da steht Patients with Kammerflimmern 32 bis 34 Grad für 24 Stunden. Target Temperature is an acceptable alternative. Die AWMF schreibt, ja, Zieltemperaturen irgendwo zwischen 32 und 36 Grad. Und das ist ja im Grunde, wenn man mal ehrlich ist, eins der Kernprobleme, wenn wir heute über Hypothermie sprechen, dass so ein gewisser Nihilismus eingekehrt ist, den wir auch mit diesem Symposium wieder bekämpfen müssen und den ich auch gerne mit Ihnen gemeinsam bekämpfe. Die Cochrane-Analyse zu dieser Frage, was sollten wir machen nach kardiopulmonaler Reanimation, kommt zu dem Ergebnis, ja, Cooling ist besser, aber die Frage, welche Temperaturgrade tatsächlich angestrebt werden sollen, ist eine, die da nicht weiter adressiert wird. Sie kennen alle den TTM-1-Trial und das ist aus meiner Sicht eins der fast wichtigsten Slides, die ich heute Ihnen zeigen kann. Was ist nämlich passiert nach der Publikation von TTM? Und das ist ja eine Analyse hier aus US-Zentren, wo es um die leitliniengerechte Behandlung ging nach Publikation des TTM-Trials. Und Sie sehen, mit dieser Studie ist sozusagen die Therapieintensität dramatisch abgefallen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bedenken sollten, wenn wir jetzt wahrscheinlich wie die letzten Jahre, muss man sagen, uns an dieser Studie abarbeiten, und Willi Behringer wird vielleicht auch danach noch mal was dazu sagen, aber ich bin es ja eigentlich fast schon leid, über diese Studie zu reden. Es geht aber ja natürlich nicht, ohne noch mal kurz sich damit auseinanderzusetzen. Der TTM-Trial ist eine interessante Studie, da will ich gar nichts dagegen sagen, aber, und das ist ja der Kern des Problems, wir sehen immer dieses Endergebnis, es gibt keinen Unterschied zwischen 33 und 36 Grad, und das hinterlässt bei vielen von uns so diese Idee, naja, dann ist es ja wahrscheinlich auch egal, was wir machen. Natürlich gibt es eine sehr große methodische Diskussion um die Studie, das fängt damit an, dass sozusagen der Bystander Life Support nach einer Minute begonnen hat, was wir, glaube ich, in keinem Land, zumindest in außerhalb der skandinavischen Länder hinbekommen. Und es gibt viele andere Gründe, warum wir die Studie kritisch sehen müssen. Es ist eine kurze Downtime, es ist früher Life Support Beginn,
Patienten hatten unterm Strich eine sehr gute Prognose, sodass die Quintessenz sozusagen der Studie 33 und 36 Grad ist, wenn man so will, irrelevant, die zu untersuchen, ist vielleicht allenfalls richtig für eine kleine, sehr kleine Gruppe von Patienten, die reanimiert werden und die wir, glaube ich, in Deutschland in der Form gar nicht so häufig sehen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt gibt es ja TTM2 und TTM2 macht es aus meiner Sicht wirklich nicht besser. Die Studie untersucht jetzt 33 Grad gegen 37,8 Grad. Jetzt können Sie sich ja fragen, was ist das jetzt wieder für eine Idee? Aber man muss natürlich sagen, mit solchen Studien kommen wir unterm Strich, glaube ich, im Interesse der Patienten nicht wirklich weiter. Auch die Studie wird natürlich zu einem Ergebnis führen. Man kann sich fast schon vorstellen, was dabei rauskommt. Jetzt sind 300 Patienten randomisiert, es sind 900 oder 1900 Patienten geplant. Aber man muss natürlich sagen, wir müssen versuchen, die Ergebnisse dieser Studien auch intelligent zu verarbeiten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weswegen wir uns heute hier wieder treffen, wie wir auch in den letzten Jahren, um wirklich klarzumachen, dass es nicht darum geht, nichts zu tun, sondern ein Targeted Temperature Management durchzuführen. Und das ist, wenn man so will, der für mich entscheidende Punkt in der Behandlung von Patienten nach Reanimation. Und das möchte ich mit Ihnen noch im Detail dann weiter besprechen. Klar ist auch, dass natürlich das Ergebnis eines Targeted Temperature Managements interessant und besser wird, je kränker auch die Patienten sind, je länger die Downtime ist, desto wesentlicher ist es, dass sie eine entsprechende Temperaturmanagement für die Patienten durchführen. Das sind Daten von Kim, der ja sehr viel zu diesem Thema gearbeitet hat, auch zum präklinischen Kühlen der Patienten, und der sehr gut zeigen kann, wenn die Downtime länger ist, dann profitieren die Patienten mehr von einem Temperaturmanagement als die Patienten, die Sie im TTM1-Trial gesehen haben. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Anderes Thema, was natürlich in diesen Bereich des Managements von Patienten nach Reanimation mit einfließt, ist, was gibt es denn eigentlich neben diesem Target sozusagen Neuroprotektion noch für andere sozusagen Nebenindikationen? Das ist ja eine, die sehr relevant ist. Was ist denn eigentlich mit diesem posthypoxischen Hirnödem, was wir ja bei vielen unserer Patienten sehen? Und auch da muss man sagen, ist natürlich Hypothermie ein fast ideales Tool, diese Patienten zu behandeln. Das ist jetzt aus einem anderen Feld, nämlich beim ischämischen Schlaganfall. Und da sehen Sie, dass Hypothermie, und da glaube ich, gibt es ein wenig Zweifel dran, eine effektive Methode ist, erhöhten intrakraniellen Druck zu behandeln. Und natürlich gilt das nicht für jeden Patienten nach Reanimation, dass er so ein massives hypoxisches Hirnödem entwickelt, aber es gibt eine Subgruppe von Patienten, für die eine solche Behandlung durchaus relevant und dann auch nützlich sein kann. Welche Zieltemperatur? Wir werden es nachher nochmal hören. Frost 1 ist eine dieser Studien, die jetzt verschiedene Zieltemperaturen untersucht hat. 33, 36, 33, 32, 33, 34 Grad. Das können Sie im Grunde eigentlich nur sinnvoll untersuchen mit einem endovaskulären Kühldevice. Das funktioniert meines Erachtens mit Oberflächenkühlung in dieser Exaktheit nicht. Und die Ergebnisse der Studie sehen Sie auch hier, dass, sagen wir mal, der Eindruck zumindest besteht, dass so eine Temperatur offensichtlich zwischen 32 Grad die möglicherweise günstigste ist. Aber das sind natürlich, und das muss man auch immer einschließend sagen, kleine Patientenzahlen, sodass man unterm Strich sagen muss, ein gutes Temperaturmanagement ist in der Regel wahrscheinlich doch eines mit einer endovaskulären Kühlung, weil Sie damit einfach die Temperatur gut einstellen können und dann für die Patienten möglicherweise das beste Outcome erreichen können. Welche Patienten, auch das ist ja immer noch wieder eine Diskussion, und Bernd Böttiger hat gerade die Princess-Trial angesprochen. Heißt es jetzt, dass wir uns wieder zurückziehen und sagen, ja, wir behandeln nur die Patienten mit einem
wie es so schön heißt, Shockable Rhythm, also Kammerflimmern, die initial sozusagen dann behandelt werden? Oder ist die Therapie nicht eine, die wir sozusagen auch für die Patienten anwenden können, die eben mit einem nicht defibrillierbaren Rhythmus sozusagen aufgefunden werden? Und das ist eine Diskussion, die natürlich immer wieder geführt werden muss. Die Daten dazu sind, glaube ich, relativ klar, dass auch die Patienten, die mit einem non-shockable Rhythm gefunden werden, wahrscheinlich von einem Temperaturmanagement profitieren. Sicherlich nicht in der gleichen Art und Weise, wie das Patienten sind, die mit Kammerflimmern aufgefunden werden. Aber nichtsdestoweniger sollten wir da nicht in einen therapeutischen Nihilismus verfallen und diese Patienten von der Therapie ausschließen. Temperatur nochmal. Welche Zieltemperatur? Das ist eine Frage, die ich Ihnen heute auch letztlich nicht beantworten kann, auch wenn es, wie ich es Ihnen ja gezeigt habe, verschiedene Untersuchungen dazu gibt. Unterm Strich verfolgen wir nach wie vor ein Temperaturmanagement von 33 Grad für Patienten nach Reanimation und nicht die aus dem TTM-Trial genannten 36 Grad. Was aber wichtig ist und was Sie dabei nicht vergessen sollten, das Temperaturmanagement hört nicht nach 24 Stunden auf, sondern es gibt ein weiteres Temperaturmanagement der Patienten nach Beendigung der therapeutischen Hypothermie. Und das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht auch viel zu wenig im Auge behält, dass es eben dann danach sehr wohl Fieberepisoden gibt, die dann möglicherweise gar nicht mehr entsprechend behandelt werden. Und das zeigt sich in verschiedenen Analysen, dass dieses Delayed Fever, das neurologische Outcome der Patienten, doch deutlich nochmal negativ beeinflusst, sodass man schon sagen muss, es ist ein Gesamtkonzept, in dem TTM stattfinden muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was Sie gerne mitnehmen sollten. Das sind so die Zahlen aus einer dieser kleineren retrospektiven Analysen und das, glaube ich, kann man ganz gut sozusagen als Take-Home-Message zu diesem Thema nehmen. Der Anstieg der Körpertemperatur um 1 Grad erhöht die Odds sozusagen für ein gutes Outcome oder erniedrigt die Odds für ein gutes Outcome um 31%. Also das ist schon ein extrem wichtiger Befund, dass sozusagen das Temperaturmanagement eben nicht nach 24 Stunden aufhört. Also ein ganz wesentlicher Punkt. Die Frage, die ich kurz ja schon angesprochen habe mit dem Frost-Trial, was benutzen wir, welche Methoden zur Kühlung? Sie wissen, es gibt im Prinzip diese zwei großen Möglichkeiten, Oberflächenkühlung, endovaskuläre Kühlung, die Kühlung des Nasenrachenraums ist sicherlich etwas, was im präklinischen Bereich stattfinden wird, in der Klinik nicht unbedingt angewendet wird, zumindest nicht langfristig. Und dann muss man sich überlegen, was ist da jetzt das Günstigste? Und das sind Daten aus Korea, wo man einfach mal versucht hat zu sehen, was ist denn jetzt die bessere Temperaturkontrolle? Und das ist der Vergleich endovaskulär gegen Oberflächenkühlung. Und was man sieht, es gibt doch einige Punkte, die sozusagen klar für die endovaskuläre Kühlung sprechen. Eben dieses Hyperthermia, also dieser Overshoot der Patienten, Hypotension, Blutzuckerentgleisungen. Also das sind Dinge, die jetzt gar nicht ohne weiteres zunächst mal sich so ohne weiteres auf die Kühlmethode zurückführen lassen, aber die doch zeigen, dass wahrscheinlich mit der endovaskulären Kühlung eine leichtere und effektivere Temperaturkontrolle möglich ist, als das mit der Oberflächenkühlung der Fall ist. Also aus meiner Sicht ist da, glaube ich, für die Intensivstation wenig Diskussion, dass diese endovaskulären Kühlkatheter da der Standard sind. Dazu auch noch weitere Daten. ICERA, das war eine Studie, die das endovaskuläre Kühlen nochmal mit der Oberflächenkühlung verglichen hat. Auch die Daten sind schon vor einigen Jahren publiziert worden. Wenn man es kurz zusammenfasst, hier Surface versus Endovascular, und man sieht schon, dass die endovaskuläre Kühlung so insgesamt einfach die Methode ist, die, sagen wir mal, temperaturgenauer zu steuern ist und insgesamt sicherlich, was den Verlauf der Temperaturkurven angeht, die einfachere Methode ist.
das übersetzt sich möglicherweise, muss man sagen, eben mit aller Vorbehalt auch in ein günstigeres Outcome der Patienten. Das sind immer kleine Studien, die am Ende natürlich immer mit einem gewissen Vorbehalt zu sehen sind, aber nichtsdestoweniger deuten doch fast alle Daten, die es zu diesem Thema gibt, in die Richtung, dass die endovaskuläre Kühlung die effektivere und genauere Methode ist zur Aufrechterhaltung der Hypothermie. Klar wird man sagen, ja gut, das mag sein, aber wie ist es mit Komplikationen, katheterassoziierte Blutungen und so weiter und so fort. Und da sieht man, was sind so die wesentlichen Dinge. Klar, es gibt mehr Komplikationen, was den Katheter angeht. Zwei Patienten sogar mit einer Ischämie des Beines. Bei der Oberflächenkühlung akzidentelle Hypothermie. Also das sind Dinge, die man natürlich auch bedenken muss, die aber aus meiner Sicht in einem Management der Intensivmedizin, glaube ich, doch zu handeln sind. Also insofern gibt es auch dazu Empfehlungen mittlerweile hier der Neurocritical Care Society. Was sollte man denn machen? Was wird empfohlen? Intranasal Surface oder Intravascular? Und für die Maintenance schreiben Sie ganz richtig meines Erachtens intravaskulär oder Gelpads, wobei die Präferenz bei der intravaskulären Kühlung liegt. Also das ist so der momentane Stand in den verschiedenen Möglichkeiten der Applikation der Kühlmethoden. Jetzt von der Reanimation zu weiteren Indikationen. Und das ist ja ein etwas mühsames Feld, weil es da ja in den letzten Jahren viele Studien gab, die eigentlich mehr oder weniger alle nicht positiv waren. Fangen wir mit dem Schädel-Hirntrauma an, also Eurotherm von Peter Andrews vor 3 Jahren im New England Journal publiziert. Das war so eine der Studien, wo man gedacht hat, jetzt gut gemachte Studie, das müsste doch jetzt mal einen Unterschied zeigen zwischen Hypothermie versus einem normothermen Standardmanagement. Was ist das Ergebnis? Der ICP konnte gesenkt werden. Das ist das, was ich Ihnen auch im Beispiel der Ischämie gezeigt habe. Aber ansonsten muss man sagen, gab es keinen Benefit in der Hypothermiegruppe im Vergleich zur Normothermiegruppe. Im Gegenteil, die Patienten hatten eine höhere Morbidität und Mortalität, sodass die Studie schlussendlich negativ war. Jetzt gab es vor kurzem, gerade vor ein paar Wochen publiziert, eine weitere Studie zur prophylaktischen Hypothermie beim schweren Schädelhirntrauma Polar RCT, die wieder dieses Konzept verfolgt hat, 500 Patienten gegen Normothermie. Und auch da wieder, ja, Sie sehen es hier, Temperatur, relativ gute Temperaturkontrolle, intrakranieller Druck, kein wirklich entscheidender Unterschied und es wird Sie nicht weiter verwundern, im Ergebnis kein Unterschied zwischen den Gruppen der Normothermie und Hypothermie behandelten Patienten, sodass man sagen muss, dieses Konzept prophylaktische Hypothermie beim Schädelhirntrauma, das ist, glaube ich, tot, das braucht man jetzt nicht mehr untersuchen. Da haben wir jetzt mittlerweile zu viele Studien, die alle in die gleiche Richtung zeigen. Wohlgemerkt prophylaktische Hypothermie, nicht die Frage erhöhter intrakranieller Druck und dann Behandlung einzelner Patienten. Ein wesentlicher Punkt auch wieder in diesen Studien ist ja immer die Frage, wie sieht es denn mit Komplikationen aus? Klassiker ist ja immer die Pneumonierate. Das ist etwas, was man, glaube ich, mitnehmen sollte, dass da kein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Gruppen war. Status Epilepticus, auch dazu gab es Daten, Hibernatus, auch vor einiger Zeit im New England Journal publiziert, auch eine ganz, sagen wir mal, durchaus formidable Studie, Patienten mit Status Epilepticus, 270 Patienten aus Frankreich, die mit Hypothermie behandelt wurden. Und auch da muss man sagen, leider kein wesentlicher Unterschied oder kein Benefit für die Hypothermiegruppe, sodass man sagen muss, auch das ist eine Indikation, über die man immer mal nachdenkt. Auch wir machen das bei einzelnen Patienten, aber Sie sehen es, in der Summe gibt es nur vielleicht die Idee für einzelne Subgruppen, die möglicherweise etwas profitieren könnten von der Therapie, also die jüngeren Patienten.
Das zeigt natürlich auch, dass die Therapieintensität eine sehr hohe ist und bei älteren Patienten dann im Verlauf der Behandlung mehr Komorbiditäten auftreten, die die Behandlung dann schlussendlich nicht erfolgreich gestalten lassen. Also das kann man machen, es ist aber nichts, was Sie sozusagen als einen Standard in die Intensivmedizin bei Therapie refraktärem Status Epilepticus einführen sollten. Schlaganfall, letztes Thema, da ist die Datenlage mittlerweile auch relativ klar. Es gab und gibt ja sehr viele Daten zu dem Thema Fieber und Schlaganfall, die sehr deutlich zeigen, Fieber ist einer der wesentlichen ungünstigen Prädiktoren nach zerebraler Ischämie, sodass man sich natürlich, wie es da Neurologen ja logischerweise wahrscheinlich gerne machen wollen, erstmal sagt, naja, dann machen wir doch mal sozusagen eine Studie mit irgendwelchen nicht-steroidalen Antiphlogistika, also hier Acetaminophen beim Schlaganfall, das ist eine Studie aus den Niederlanden, die versucht hat, damit die Körpertemperatur zu beeinflussen. Es wundert einen nicht, dass das nicht gelungen ist, aber auch im Ergebnis hat diese Studie keinen wirklichen Benefit gezeigt. Es war eine minimale Temperatursenkung möglich und das Ergebnis war so, dass die Studie dann schlussendlich abgebrochen wurde. Danach gab es natürlich auch da zu diesem Thema die Frage, was haben wir eigentlich an Daten zur Verfügung? Antipyretika als eine mögliche Therapie. Und da sehen Sie, das trifft so wirklich gut die Eins. Also da gibt es im Grunde nichts, wo man sagen kann, das ist ein Konzept für die Stroke-Unit, für den nicht beatmeten Patienten, dass man den mit Antipyretika behandelt. Das können Sie im Grunde vergessen. Andere Idee, die natürlich in die gleiche Richtung Fiebertherapie geht, ist die Frage prophylaktische Antibiotikatherapie. Auch das ist ja eine denkbare Option. Also wir geben eine Antibiose, bevor der Patient Fieber entwickelt, um sozusagen den möglichen schlechten klinischen Verlauf damit zu behandeln. Die Ergebnisse hier der PASS-Studie, immerhin 2500 Patienten. Aber Sie haben es hier schon, kein Unterschied zwischen der Intervention und der Kontrollgruppe, sodass auch das keine Option für Fiebermanagement bei Patienten nach Schlaganfall ist. Hypothermie bei wachen Patienten, das ist ja, wenn man so will, die Königsdisziplin, würde ich fast sagen, im Management von Patienten mit TTM. Und das ist, muss man ehrlicherweise sagen, nach vielen Jahren, die ich mich und andere damit beschäftigt haben, das ist im Grunde etwas, was man bis heute nicht richtig hinbekommt. Sie sehen, die Daten dazu, es sind viele kleine Studien, die das gemacht haben, endovaskuläre Therapie, Kühlkatheter, Surface Cooling, alles Mögliche wurde da verwendet. Die letzte, die da publiziert wurde, Coolist, war eine Machbarkeitsstudie, die aber schon das Problem gezeigt hat, dass es nämlich nicht gelingt, die Körpertemperatur wirklich suffizient, zum Beispiel mit einer Oberflächenkühlung, bei wachen Patienten zu senken. Also etwas, was einem zu denken geben sollte. Die randomisierten Studien zu dem Thema sind klein und wenige. Die erste war die US-Studie ICTUS, die mit einem, möchte fast sagen, als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet, wie es aber die weiteren Studien auch das gleiche Schicksal hatten, jeweils knapp 60 Patienten, unterm Strich kein wirklicher Benefit für die Hypothermiebehandlung, auch wenn es gelungen ist, die Körpertemperatur abzusenken mit der endovaskulären Kühlung. Aber das Ganze, das ist der Primary Outcome, Sie sehen es hier, Hypothermie eher ungünstiger als Normothermie bei den Patienten. Und was die Komplikationsrate angeht, zwar formal kein Unterschied bei geringer Fallzahl, aber die Zahlen hier, Pneumonierate unter Normothermie und Hypothermie, dann doch fast verdoppelt. Also das ist etwas, was man beim wachen Patienten tatsächlich nur schwer hinbekommt. Das Schicksal des Bettvorlegers, auch die EuroHyp-1-Studie, die auch formidabel gestartet war, Fallzahlen von 800 und mehr Patienten im Auge hatte,
die schlussendlich auch abgebrochen wurde nach knapp 100 Patienten, weil einfach die Randomisierung so schleppend war und kaum Patienten eingeschlossen wurden. Da gab es verschiedene Möglichkeiten der Kühlung. Surface Cooling, Endovascular Cooling wurde da angewandt. Der entscheidende Punkt, und das will ich Ihnen hier zeigen, ist, das sind die Körpertemperaturkurven der Patienten. Und Sie sehen es hier, nur 31% erreichten die prädefinierten Ziele der Hypothermiebehandlung. Und das zeigt uns schon, dass das eine Behandlung ist, die für den wachen Patienten, zumindest in der jetzigen Form, kaum praktikabel ist. Natürlich lohnt es gar nicht, über den primären Endpunkt zu reden, weil die Studie einfach underpowered war für die Ergebnisse. Ja, was ist jetzt so der Weg daraus? Und das ist etwas, um das noch kurz zu sagen, Powell ist ja mittlerweile Geschichte. Was war die Powell-Doktrin? Schnell rein, schnell raus und hit hard so ungefähr. Das war damals für den Irak sozusagen konzipiert. Wenn wir jetzt das Gehirn als den Irak bezeichnen wollen, dann wäre es schnell kühlen, tief kühlen, kurz kühlen. Das ist eine Option, die ich immer noch sehe für die Hypothermiebehandlung beim Schlaganfall, wohl wissend, dass wir mittlerweile einfach ein ganz anderes Szenario haben. Wir sind in der endovaskulären Therapie mittlerweile bei einer Number Needed to Treat von 2. Das heißt, der proximale Gefäßverschluss wird endovaskulär behandelt und profitiert, wie wir es uns vor Jahren nicht vorstellen konnten. Und wir müssen uns überlegen, können wir denn überhaupt da noch was draufsatteln? Und das ist die Königsfrage in der Zukunft bei der Behandlung des Schlaganfalls. Möglicherweise, und das ist tatsächlich ein Fragezeichen, kurze Hypothermie in der Phase der Rekanalisation. Dazu gibt es die ersten Daten, die so eine kurze zerebrale Hypothermie mit Kühlkathedern zusammen mit der Rekanalisation untersuchen. Das mag funktionieren. Ob das wirklich sich in eine klinisch dann noch bedeutsame Verbesserung des Outcomes übersetzt, das ist schwer zu sagen. Ist auch schwer zu sagen, ob es solche größeren Studien überhaupt noch mal geben wird. Aber das ist zumindest eine Idee, wie wir die Hypothermie bei Patienten mit Schlaganfall möglicherweise noch gewinnbringend und sinnvoll für die Patienten einsetzen können. Also, ich komme zum Schluss. Kardiopulmonale Reanimation. Wir kämpfen weiter mit diesem Thema, welche Zieltemperatur suchen wir? Schädel-Hirntrauma, da ist die Hypothermie, glaube ich, aus dem Spiel raus. Status Epilepticus, das mag für einzelne Patienten, jüngere Patienten sinnvoll sein. Bei der Ischämie, also beim Schlaganfall, muss man sagen, bei wachen Patienten ist das kein Konzept. Möglicherweise die Normothermie als Therapiestandard und ein selektives Kühlen des Gehirns periinterventionell, das halte ich noch für eine Idee, die weiter verfolgt werden kann. Da muss man abwarten, wie die Studien sich entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Nach meiner Uhr hätten wir jetzt noch eine Minute für Fragen und Antworten. Bitte sehr, ganz hinten ist eine Frage. Versuchen Sie entweder laut zu sprechen oder noch besser ans Mikrofon zu gehen. Ja, das ist ja eine Frage, die prophylaktische Antibiotikatherapie ist nichts, was wir machen, weil wir auch gesehen haben, dass das keinen wirklichen Effekt auf die Pneumonierate hat. Also da würde ich von abraten. Ich glaube, beim Kreislaufstillstand gibt es eine Studie, die da auch keine wesentlichen Unterschiede sieht. Ich habe gerade gehört, es läuft hier ein Livestream, das wusste ich nicht. Deswegen bitte, wenn Sie Fragen haben, ans Mikrofon gehen, dann haben noch mehr Leute was davon. So als kleiner Hinweis, vielen Dank für die Frage. Und die Antwort, weitere Fragen, sonst würde ich vielleicht gerne nochmal ein Statement hier platzieren, das eigentlich für die ganze Sitzung heute gilt. Mir fällt bei Hypothermie immer wieder ein kleiner, ich glaube, der war 12 Jahre, junger Mann ein, der im letzten Winter bei uns in Köln in der Nähe durchs Eis gebrochen ist, also der Klassiker, jeder hat das schon mal gehört.
und gehört, wie lange man da drunter bleiben kann, ohne dass man einen Schaden nimmt. Der war 35 Minuten im Eiswasser. Dann hat man ihn da rausgeholt. Die Feuerwehr hat so lange gebraucht. Dann ist unser Notarzt da hingefahren, Notärztin. Die haben den reanimiert. Die konnten ihn aber nicht stabilisieren. Dann haben sie ihn unter Reanimationsbedingungen in die Klinik gebracht. Der hatte ein pH bei Aufnahme von 6,7. Und dann haben wir den an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Und 3-4 Tage später war der neurologisch unauffällig wieder wach. Und das war unglaublich bewegend, nicht nur für das gesamte Team, für die Feuerwehr, für die Familie natürlich. Das war unglaublich. Und das, sowas erleben wir immer mal wieder. Und das zeigt mir, Hypothermie ist absolut protektiv. Und das passt ja, was ich jetzt gerade erzählt habe, auch zu diesem schnell rein, schnell raus. Absolut. Das finde ich, also das sollten wir vielleicht mal im Kopf behalten, auch wenn ich Zivildienst gemacht habe und nicht beim Militär war. Ja, es gibt ja einen von uns geschätzten Anästhesisten aus Salzburg, der für einen Fall immer berichtet von einem Patienten, der festgefroren war auf einem Dach und den er dann sozusagen unter Reanimation und mit Herz-Lungen-Maschine dann sozusagen wieder erwärmt hat, der dann ihm, glaube ich, eine kleine Kapelle gespendet hat am Ende dieses Tages. Also diese Fälle kennt ja jeder und das ist ja auch so der Teil, dass man immer wieder sagt, da ist ja ganz offensichtlich was dabei. Ich glaube, für die Reanimation ist die Diskussion eine, die um diese Temperaturgrade sich natürlich dreht, die ich kontraproduktiv empfinde, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Schlaganfall, da stimme ich dir zu, ist dieses schnell rein und raus wahrscheinlich eine Option, die wir einfach überprüfen müssen. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr im Moment. Vielleicht haben wir zum Schluss auch noch ein bisschen Zeit für Fragen. Es gibt auch noch einen Speakers Corner. Alle Referenten werden da auch noch nach der Veranstaltung sein. Vielen Dank, Stefan, auch für das klare Statement zur Kühlung bei Kreislaufstillstand. Und Stefan Schwab kriegt jetzt nochmal und wir machen gleich weiter. Der nächste Referent hier ist Herr Professor Andreas Schäfer. Und wie ich gerade gelernt habe, wird er uns das Geheimnis lüften, was eigentlich, ich hatte vorhin H-Core gesagt, aber Sie haben jetzt H-Core gesagt. Also das ist natürlich vollständig Englisch. Herr Schäfer leitet die kardiologische Intensivstation an der Medizinischen Hochschule in Hannover und ist dort auch stellvertretender Klinikdirektor der kardiologischen Klinik. Thema Hypothermie nach Reanimation. Wir hatten das ja schon. Kardioprotektive Effekte, das ist der neue Aspekt Ihres Vortrags. Wir freuen uns darauf. Ja, lieber Herr Böttiger, vielen Dank für die einleitenden Worte. Und im Laufe des Vortrags werde ich darauf eingehen, was wir mit H-Core gemeint haben und ob es uns vielleicht weiterbringt. Zunächst, warum diskutieren wir therapeutische Hypothermie? Ja, und eigentlich müsste man sagen, seit 2002 ist das Thema zumindest für den Kreislaufstillstand erledigt. Ja, wir haben 2 Studien gehabt, parallel im New England Journal publiziert. Das ist die Meta-Analyse dazu, 25% Senkung der Mortalität und ähnliches Reduzieren des schlechten neurologischen Outcomes. Warum wurde darüber überhaupt noch angefangen zu diskutieren, 10 Jahre später? Und da gibt es einen einfachen Grund. Letztendlich, das sind die Temperaturkurven aus diesem Hacker-Trial, aus dieser größeren der beiden Studien. Und man wollte in der Interventionsgruppe gucken, was macht Hypothermie auf das Outcome. Und man hat die Patienten in diesen Zielbereich gebracht. Und man wollte es vergleichen mit einer Kontrollgruppe, in der man eine Normothermie hatte. Und die hat man leider verfehlt, weil man nicht kontrolliert die Normothermie gemacht hat, sondern es einfach so gelassen hat, wie es unter Standardtherapie war. Und da waren die Patienten halt über dem Temperaturniveau, das man sich eigentlich gedacht hatte, drüber gewesen. Wir haben es eben schon gehört, Fieber nach der Reanimation kann zu einem schlechteren neurologischen Outcome führen. Und die Überlegung war, ist vielleicht einfach dieses Fieber, diese hyperthermen Phasen verantwortlich gewesen für das schlechtere Outcome der Kontrollgruppe gegenüber der Hypothermie. Und das war die Grundlage, warum man diesen TTM-Trial gemacht hat, kontrollierte Normothermie gegen eben Hypothermie. Und auch das haben wir schon gehört, der primäre Endpunkt Mortalität war gleich. Aber bevor man das jetzt einfach hinnimmt und sagt, Hypothermie ist jetzt nicht mehr, wir haben 2 Studien gehabt, die einen Vorteil gezeigt haben, das ist nicht mehr, muss man einfach hinterfragen, welche Patienten waren drin gewesen? Und macht es mir relativ einfach, weil Herr Schwab das schon wunderbar eingeführt hat. Ja? Das waren Patienten extra hospital reanimiert, die mussten schon einen Spontankreislauf wieder über 20 Minuten haben, die durften keine unbeobachteten Arrests haben, wir haben es alles schon, Bystander, frühe Defibrillation, alles gesehen und sie haben so trefflich gesagt, die haben eine super Prognose.
super Prognose. Sind Sie da bereit, 49% Mortalität zu akzeptieren? Also ich bin es nicht. Und deswegen muss man sich hinterfragen, warum haben diese Patienten, die in der Tat theoretisch eine hervorragende Prognose gehabt hätten, so eine hohe Mortalität gehabt in dieser Studie, und zwar in beiden Gruppen. Und da ist es durchaus auch lohnenswert, die Mortalität in der Hypothermiegruppe einmal gegen vorherige Studien zu vergleichen und gegenüber Studien, die wir im nächsten Vortrag nochmal hören werden. Und jetzt einfach nur die blauen Kurven oder blauen Balken, sehen Sie die Hacker-Studie, viel problematischer, viel unstrukturierter, 10 Jahre vorher gemacht. Die hat 10 Prozentpunkte weniger Mortalität gehabt als diese Studie TTM mit einem sehr, sehr stringenten Auswahlverfahren für die Patienten. Und jetzt haben wir 2 Studien, diese TTH mit 24 Stunden, mit 48 Stunden Hypothermie oder die schon gezeigte Frost-Studie. Da habe ich jetzt einfach mal, weil sie nah beieinander lagen, alle 3 Gruppen in ein Outcome zusammengewürfelt. Alle diese Studien mit ähnlichen Einschlusskriterien wie TTM haben eine deutlich niedrigere Mortalität. Also wir müssen uns schon fragen, was war in TTM anders als vielleicht in diesen anderen Studien und was kann dort diese hohe Mortalität beeinflusst haben? Und wenn man die Mortalität hier zum Beispiel von dieser TTM-Studie mit dieser alten Hacker-Studie vergleicht, TTM gestrichelt, Hacker durchgezogene Linien, dann sieht man, dass ein großer Teil der Unterschiede ganz, ganz früh stattfindet, bei diesen Patienten mit eigentlich einer guten Prognose. Und das ist sehr verwunderlich. Und ein Punkt, den, glaube ich, die wenigsten von uns machen, das können wir ja vielleicht einfach auch so als Stimmabgabe mal machen im Saal mit Handzeichen. Wer von Ihnen führt standardisiert bei reanimierten Patienten nach 3-4 Tagen eine neurologische Prognostizierung durch? Okay. Frage ist, was verwenden Sie dazu und was ist evaluiert bei diesen Patienten? Wenn wir die Literatur anschauen, wenn wir die ERC-Empfehlungen anschauen, dann ist das, wo wir eigentlich Daten mit einem sehr niedrigen, falsch positiven Prädiktion haben, sind die standardisierten, evozierten Potenziale, die aber nicht regelhaft zum Einsatz kommen, die auch in TTM bei 40% der prognostizierten Patienten nicht zum Einsatz kamen, die auch in TTM2 nicht standardmäßig zum Einsatz kommen werden. Und da sollen alle Patienten prognostiziert werden. Was nehmen wir dann? EEG mit Krämpfen? CT-MRT-Bildgebung, Neuromarker, woran machen Sie Ihre Entscheidungen fest, um festzulegen, dieser Patient hat keine Chance? Ich tue mir damit sehr, sehr schwer und wir machen keine Prognostizierung. Nehmen wir die Neuromarker und da kommen wir jetzt langsam zu dem Begriff HACOR, ist das Hannover Cooling Registry. Wir haben momentan jetzt eingeschlossenes Register 500 Patienten nach extrahospitaler Reanimation mit Hypothermie. Das sind Daten von den ersten 300 Patienten, wo wir nach den Neuromarkern schauen. Und da ist natürlich immer die Frage, was ist der Cut-Off? Und viele Cut-Offs bei Neuromarkern haben wir zum Beispiel aus der Ära vor der Hypothermie. Und wenn man dann bei NSE Tag 3 irgendwie Grenzwerte von 31, 35 nimmt, sehen Sie hier auch, da liegen wir im Mittel sehr, sehr ähnlich. Sie sehen aber auch, dass die Mortalität in der 2. und 3. Quartile eigentlich sich nicht groß unterscheidet. Also wir haben genau um diese Cut-Off-Werte herum eine extreme Streuung, ohne dass sie prädiktiv ist eigentlich für die Mortalität, wenn wir eben nicht aufgrund der Marker abbrechen. Wir sehen, je höher die Marker sind, ob das jetzt NSE ist, S100 ist, wenn wir in der höchsten Quartile sind, das ist das schlechteste Outcome. Aber wir können auch mit den maximalen Werten, mit gutem neurologischen Outcome, nicht wirklich darüber definieren, bei wem haben wir keine Chance und bei wem haben wir vielleicht eine Chance. Ein anderer wichtiger Punkt neben der neurologischen Prognostizierung, die ca. 15 Prozentpunkte Mortalität in der Tat ausgemacht hat im TTM-Trial, ist, da kommen wir wieder zum Kardiologen, ja, wie gehen wir von der kardiologischen Seite mit dem Reanimierten um, bei dem wir eben gedacht haben, höchstwahrscheinlich ist es eine Koronarischämie, die das Kammerflimmern ausgelöst hat. Gut, wenn der Patient nach ROSC STEMI hat, ST-Hebungen hat, dann ist klar, dann geht er ins Katheterlabor und wird interventionell versorgt. Was ist aber mit den Patienten, die keine Hebungen im EKG haben? Wie gehen wir mit denen um? Und die kardiologischen Leitlinien sagen mittlerweile, wenn ich vermute, dass eine Koronarischämie letztendlich der Auslöser für das Kammerflimmern war, dann soll ich auch diesen Patienten eigentlich interventionell versorgen. Den lege ich nicht auf die Intensivstation zum Abkühlen. Und auch in den kardiologischen Leitlinien steht leider der Begriff Targeted Temperature Management und nicht therapeutische Hypothermie, aber das ist eine Folge eben des TTM-Trials, in dessen Diskussion wir noch sind. Und wenn wir uns jetzt die invasive Diagnostik anschauen im Kontext TTM, ja, dann stellen wir uns schon die Frage, wieso sind 37% dieser Patienten mit eigentlich einer sehr guten Prognose, bei denen man vermutet hat, dass eine Koronarischämie der Auslöser des Kammerflimmerns war,
überhaupt nicht kathetert worden. Das heißt, gar nicht geklärt worden. Was ist der Koronarstatus? Können wir bei dem Patienten prognostisch was erreichen, indem wir ein verschlossenes Gefäß eröffnen? Und wir sehen letztendlich, wenn wir die Therapieeinstellung, das ist das, was eben hier pro Tag, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, an absoluten Zahlen des Versterbens aufgelistet werden, wenn wir uns das anschauen, dann ist bei diesen Patienten, die eigentlich eine sehr gute Prognose haben, die kreislaufstabil ohne Schock in die Klinik gekommen sind, ist Multiorganversagen und hämodynamisches Versagen die Haupttodesursache in den ersten drei Tagen. Und eigentlich müssen diese Patienten nicht mehr versterben an hämodynamischen Versagen, wenn sie vorher so stabil waren, dass man sie nach den Kriterien in TTM hatte einschließen können. Man sieht aber auch, selbst wenn die Patienten hämodynamisch schlecht wurden, das einzige Unterstützungssystem, was verwendet wurde in der Studie, war die IABP. Und die IABP, wissen wir, ist im infarktbedingten kardiogenen Schock einfach nicht effektiv. Wie gehen wir in der Zukunft weiter? Und es gibt ja mittlerweile Bestrebungen, German Resuscitation Council, Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, die Bildung von Cardiac Arrest Zentren, Zertifizierung dieser Zentren und dort interdisziplinär vorzugehen. Und da ist ein multimodales Konzept drin, aus interventioneller Kardiologie, Anästhesie, Neurologie. Da sind klare strukturelle Vorgaben, die vorgehalten und genutzt werden sollen. Behandlungsstandards für den Hebungsinfarkt, aber auch für das Temperaturmanagement, für die Qualifikation der Mitarbeiter, standardisierte Kommunikation mit dem Rettungsdienst, dass eben halt die Patienten, die reanimiert wurden, auch in die speziellen Zentren gebracht werden. Und warum betone ich das? Weil es eine Philosophie ist, die wir letztendlich in Hannover seit vielen Jahren schon praktizieren, interdisziplinär mit dem Rettungsdienst, mit den Kollegen der Anästhesie zusammen, sodass wir jeden Patienten, der extrahospital reanimiert wurde und angekündigt wird, gemeinsam im Schockraum annehmen und gemeinsam standardisiert versorgen. Das bedeutet auch, dass wir diese Patienten standardmäßig nachts am Wochenende das Katheterteam alarmiert wird und dass die Patienten gemeinsam angenommen werden. Es gibt eine klare, strukturierte Abarbeitung durch die ZNA-Pflege, durch das kardiologische Intensivteam und durch das Team der Anästhesie, wobei das kardiologische Team den Fokus darauf hat, gibt es Hinweise für eine extrakardiale Genese, also Lungenembolie, Hirnblutung, Krämpfe, sonst irgendwas in der Vorgeschichte, dass man differenzierter schauen müsste als nur aufs Herz in der Initialphase. Und gibt es Anzeichen für mechanische Komplikationen, Pumpfunktionseinschränkungen? Und die Anästhesie hat als Hauptaufgabe die Sicherung des endotrachealen Atemwegs, damit wir die Patienten innerklinisch nicht mit supraglottig in Devices versorgen. Und danach gehen wir mit Anästhesie und Kardiologie gemeinsam mit allen diesen Patienten ins Katheterlabor. Und zwar völlig wurscht, was jetzt im EKG zu sehen ist, ob da Hebungen sind oder nicht. Dann werden die Patienten, wenn sie hämodynamisch kompromittiert sind, mit einem Unterstützungssystem versorgt, und zwar mit einem aktiven. Sie werden mit einem Coolguard versorgt. Sie werden alle koronarangiografiert, alle Stenosen werden interventionell beseitigt. Dann kriegen sie eine CT-Diagnostik auf dem Weg zur Intensivstation und dann erst kommen sie auf die Intensivstation. Und da gibt es klare Protokolle für den Schock und für die Reanimierten. Und bei den Reanimierten heißt das eben standardmäßig Hypothermie. Und wir sind bei 32 Grad für 24 Stunden. Ein kontinuierliches EEG-Monitoring, was ja auch in den Leitlinien drin steht. Und die Biomarker machen wir letztendlich nur aus Interesse für dieses Register. Und dann können wir natürlich auch irgendwann sagen, was ist die Alltagstauglichkeit dieses Vorgehens? Ja? Was sind unsere Daten? Und wir haben, das sind die ersten 230 Patienten, die wir im September publizieren konnten, eben aus diesem Register Alltag, Real Life, alle Patienten, die so versorgt wurden und mit der Kühlung auf der Intensivstation behandelt wurden. Und man sieht auf der linken Seite das Gesamtkollektiv mit einer Mortalität, die schon etwas niedriger ist, als wir es in dieser TTM-Studie gesehen haben, aber rechts vor allem die Patienten, die die einen Ausschlusskriterien für TTM erfüllt haben. Und da sind wir mit unserer Mortalität, wie Sie es an dem Pfeil angedeutet sehen, deutlich besser unterwegs als die Patienten eben in dieser Studie. Und der Unterschied ist, dass die Patienten alle koronarangiografiert und interventionell behandelt werden und dass wir keine Prognostizierung bei den Patienten durchführen. Und wenn wir auch wegen des neurologischen Outcomes schauen, links ist die intrahospitale Mortalität, in Gelb auch die Patienten, die wirklich lange Zeit hatten, 30 Minuten, 40 Minuten ROSC, da sind unbeobachtete Asystolien mit dabei, die aber genauso standardisiert versorgt wurden. Und selbst mit diesen Patienten in der Analyse drin sind wir nicht so schlecht wie die TTM-Studie. Die Patienten, die TTM-like sind, in grün, sind deutlich besser letztendlich und der überwiegende Anteil der Patienten hat ein gutes oder tolerables neurologisches Outcome gehabt.
komme aber auch auf den Punkt mit dem EKG. Wir haben den Luxus, dass wir die Patienten ja alle Koronarangiografieren. Das heißt, wir können wirklich mal vergleichen, wie viele von denen, die keine Hebungen haben, haben denn jetzt eigentlich was eigentlich behandlungspflichtig ist. Zum einen, wie groß ist diese Patientenmenge? Und es ist bei uns letztendlich, die Hälfte der Patienten hat keine Hebungen im EKG. Also es ist eine relevante Patientenanzahl von den Reanimierten, die wir sehen, die eben ohne Hebungen kommen. Und wenn ich sie mir nur Hebungen und Nicht-Hebungen nach Reanimation anschaue, haben die Patienten ohne Hebungen die höhere Mortalität. Das heißt, es ist eigentlich in meiner Sicht nicht gerechtfertigt, diese Patienten zu vernachlässigen, sondern wir müssen sie noch viel, viel sorgfältiger behandeln und beäugen als die Patienten mit den ST-Hebungen. Das sind nämlich die prognostisch guten, leicht behandelbaren. Auch nicht alle mit ST-Hebungen haben eine Koronarstenose. Da sind Myokarditiden dabei, die reanimationspflichtig geworden sind. Da sind Takotsubo dabei gewesen. Aber der überwiegende Teil, quasi zwei Drittel, sind interventionspflichtig. Aber auch bei den Patienten mit dem großen Anteil der Patienten ohne Hebung im EKG sehen wir bei der Hälfte der Patienten behandlungspflichtige Koronarstenosen. Und die Patienten, die dann eben mit einer PCI behandelt werden, wiederum haben eine niedrigere Mortalität als die Patienten, die keine Koronarstenosen als Ursache oder mögliche Ursache eines Kammerflimmerns aufzeigen. Jetzt ist die Hypothermie natürlich nicht nur etwas, was protektiv auf das Gehirn ist. Ein Teil meines Vortrags war ja auch kardioprotektive Effekte. Natürlich haben wir da noch nicht so viele Studien, aber es gibt die ersten Beobachtungen, ging los in Schweden letztendlich mit zwei kleineren Studien, die gezeigt haben oder nahegelegt haben, dass wir, wenn wir bei akuten Herzinfarkt mit Koronarverschluss eine Kühlung vor der Reperfusion machen, geringere Infarktgrößen bekommen. Momentan läuft ja auch ein multizentrisches, multinationales Projekt in Europa, die COOL-AMI-EU-Studie, das ist der Pilot-Trial letztes Jahr vorgestellt worden, wo man eben mit einer schnellen Kühlung innerhalb von 18 Minuten den Patienten endovaskulär auf 32 Grad runter, 33 Grad runterkühlen kann, dann die Reperfusion durchführt. Und im Pilot-Trial hat man gesehen, dass zumindest die Infarktgröße dann nach 4, 5, 6 Tagen tendenziell niedriger ist. Und ob das langfristig, die EF-Daten auf der rechten Seite sind ja Repumpfunktion zum Zeitpunkt dieser ersten Bestimmung, ob das dann langfristig eine Verbesserung der Pumpfunktion bewirkt oder das Outcome verbessert, das sind Sachen, die wir im Laufe dieser Studie erstmal untersuchen müssen. Was passiert aber, wenn wir wieder zurückkommen zum reanimierten Patienten, wenn ich jetzt dieses TTM in der Praxis umsetze? Und auch das hat Schwab uns schon gezeigt, nicht nur in den USA, auch bei uns. Ja. Die Studie ist rausgekommen und hat sehr schnell dazu geführt, dass man von Hypothermie auf gar nichts in vielen Fällen umgestellt hat. Was passiert aber, selbst wenn ich dieses strikte 36 Grad mache? Und da zeige ich Ihnen jetzt einmal eine Arbeit von Kollegen aus Melbourne, die Gruppe von Bernard. Das ist eine von den beiden Gruppen, die Studien in 2002 gemacht haben, die davon überzeugt waren, dass therapeutische Hypothermie gut ist. Aber sie haben ein TTM mitgemacht und haben gesagt, okay, das ist eine noch größere Studie. Und das Ergebnis ist eindeutig, wir ändern von 33 Grad auf 36 Grad. Das sind die Temperaturkurven, die unten, das sind die Patienten, eine Gruppe, die unmittelbar vor der Umstellung behandelt wurden und dann 50 Patienten danach. Das ist ihnen auch gelungen. Sie haben jetzt nicht die großen Fiebereffekte, wie wir es vorher in der Hacker gesehen haben. Da gehen wir schnell drüber. Was haben wir an Outcome gesehen oder was haben die Kollegen gesehen? Sie haben gesehen, dass mit der Umstellung auf das Prinzip TTM, wie in der Studie, plötzlich die Mortalität gestiegen ist. Und sie haben gesehen, dass von den Patienten, die überlebt haben, das neurologische Outcome schlechter war. Und die Konsequenz war, egal was in der TTM-Studie war, sie sind umgestiegen und machen wieder Hypothermie, wie sie es vorher gemacht haben. Nun, was sind die nächsten Ziele, wenn wir darüber nachdenken sollen? Wir haben noch immer einige Sachen, die sehr unklar sind. Ich habe ein bisschen das Problem mit diesem Begriff Target Temperature Management. Der kommt als Konsequenz aus dieser TTM-Studie. Aber was wollen wir eigentlich? Wollen wir Target Temperature Management oder wollen wir wirklich Hypothermie? Wir müssen auch daran denken, dass wir wirklich aktiv tätig werden. Wie tief sollen wir kühlen? Wie lange soll gekühlt werden? Wie wird wieder erwärmt? Immer auch dazu haben wir noch keine guten Standards. Wir werden, glaube ich, mehr und mehr daran auch denken müssen, Therapieeffekte der Hypothermie auch außerhalb des Gehirns anzuschauen. ZB, Infarktgrößen am Herzen, Reperfusionsschäden an der Niere, andere Organprotektionen. Aber ganz, ganz wichtig ist die Interaktion der verschiedenen Therapiekonzepte. Ich glaube, es ist nicht die therapeutische Hypothermie alleine, die den Patienten nach Reanimation heilt, sondern wir müssen das, was Auslöser war, versuchen zu bekämpfen, wenn es eine reversible Ursache hat, identifizieren,
behandeln und dann ist die Hypothermie eine der Komponenten dabei. Ich möchte das Ganze nochmal unterstreichen, auch mit einem Fallbeispiel aus dem letzten Jahr, was uns verdeutlicht, was doch möglich ist, wo wir es vielleicht sonst nicht vermutet hätten. Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer, der hier sein Fahrzeug leicht falsch auf dem Schnellweg geparkt hat. Ein Kollege aus der Anästhesie fuhr hinter ihm, hat das mitbekommen, hat angehalten, hat ihn aus dem Führerhaus rausgezogen, hat den Kreislaufstillstand festgestellt und angefangen zu reanimieren. Der Rettungsdienst kam, Kammerflimmern, defibrilliert, er ließ sich nicht defibrillieren und man entschloss sich, unter manueller Reanimation in die Klinik zu fahren, ca. 6 Kilometer zu uns. Mit Ankündigung 55 Jahre Beobachter, Kreislaufstillstand, Kammerflimmern. Und das triggert eben als Zusatzinformation zu unserem Team in diesem Konzept, was wir haben, dass die Kollegen der Herzchirurgie mit dazukommen, dass wir das ECMO-Team in der Notaufnahme haben, weil diese Patienten dann prinzipiell direkt an eine VA-ECMO genommen werden. Was wir aber vorher machen, ist, wenn der Patient unter manueller Reanimation reinkommt, dass wir ihn auf ein automatisches Thoraxkompressionssystem nehmen, dann kanülieren und aus der arteriellen Kanüle ist diese BGA gemacht. Und ich glaube, wenn mir die meisten zustimmen, wenn man diese BGA sieht, eigentlich pH unter 685 nicht messbar, arterieller PO2 22, CO2 105, Laktate über 15, also der hat eigentlich keine Chance. In der Tat haben wir dann auch wirklich darüber nachgedacht, einzustellen, haben das Kompressionsdevice ausgeschaltet. Der Patient hat als erstes Mal einen Eigenrhythmus mit einem Druck von 55. Gut, die Kanülen waren ja schon vorgelegt, man hat ihn an die VA-ECMO genommen und sind mit dem Patienten ins Katheterlabor gefahren. Man sieht dann im Katheter letztendlich die rechte Kranzarterie frei, die linke große Zirkumflexarterie, die verschlossen ist, wird revaskularisiert und mit Revaskularisation der CX ist auf einmal elektrische Stabilität da. Ja, der Patient wurde noch einmal defibrilliert und ist dann komplett stabil geblieben. Vorher ist er immer wieder im Flimmern gewesen. Wir haben ihn an der ECMO gelassen, zusätzlich einen Impeller zur linksventrikulären Entlastung implantiert, 6 Tage biventrikulär gefahren, nochmal 6 Tage mit der Impeller. Wegen der langen Reanimationszeit haben wir uns hier individuell entschieden, die Hypothermie auf 48 Stunden auszudehnen. Und die Frage ist natürlich, was wird aus so einem Patienten? Ja, mit doch relativ schlechten Ausgangssituationen von den Messparametern. Und das rechte Bild, der rechte Film ist Tag 20, der Physiotherapeut mit diesem Patienten auf der Intensivstation. Völlig genesen, das Herz hat sich erholt, neurologisch völlig intakt. Also wir können mit so einem multimodalen Ansatz viel, viel mehr erreichen, als wir es vor ein paar Jahren eigentlich gedacht haben. Und es widerstrebt mir so ein bisschen einer einzigen Methode hier, die alleinige Heilwirkung zuzuschreiben. Ich glaube, wir müssen alle Disziplinen gut zusammenarbeiten und alle Tools, die wir im Kasten haben, anwenden, sinnvoll anwenden, um den Patienten dann hier entsprechend weiterbringen zu können. Und damit stellt sich auch so eine Abschlussfrage: How cool is cool? Wir sind Anwender, wir sind überzeugt von diesem Therapieprinzip, deswegen möchte ich mich jetzt hier nicht irgendwie hinreißen lassen, das als Experte zu kommentieren. Ich habe versucht, einen Experten für hypotherme Grundsätze in der Stadt zu finden, ist mir nach einiger Zeit auch gelungen und mein Experte hat eine ganz eindeutige Meinung zu diesem Thema: cool is cool, lauwarm ist uncool, und das wissenschaftliche Statement sehen Sie unten drunter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schäfer, für diesen schönen Vortrag mit Fallbeispiel und so weiter. Ich habe 2, 3 Fragen, aber ich sehe da auch Fragen im Publikum. Danke, dass Sie ans Mikrofon gehen. Lucia, kurze Frage. Was ist Ihre Empfehlung für die Wiedererwärmungsrate? Ja, also wir machen es mit 0,25 Grad pro Stunde. 0,25 Grad pro Stunde. Man kann es auch langsamer machen. In den Leitlinien steht, glaube ich, nicht mehr als 0,25 bis 0,5 oder so. Aber wir machen auch nur 0,1 bis 0,2 pro Stunde. Das reicht dicke. Bitte sehr. Ganz kurze Frage. Haben Sie in Ihrem Register eine mediane Zeit, die Sie im Schockraum verbringen, bis zur Herzkatheterversorgung? Ja, sind wir im Prinzip noch am Ausrechnen bei den Patienten. Frage wird immer wieder gestellt, auch mit dem Hintergrund, verzögern wir dadurch die Versorgung der Patienten. Und zumindest, wo wir schon nachgeschaut hatten, war die Fragestellung nachts, Katheterlabor ist doch sowieso frei, warum nimmt man sie nicht direkt im Katheterlabor an? Da sehen wir nur aus logistischen Gründen, dass wir dann deutlich weniger Personal haben für die Erstversorgung. Und bei den Patienten, bei denen wir es am Anfang angeschaut hatten, haben wir tatsächlich im Katheterlabor mit der Erstversorgung noch länger gebraucht, als mit dem Team und mit dem Team dann ins vorbereitete Katheterlabor zu gehen, sodass wir deswegen uns auch auf dieses Vorgehen geeinigt hatten.
Aber ich glaube, da gibt es verschiedene Konzepte. Ich freue mich sehr, dass Sie auch das Cardiac Arrest Center Bestreben des Deutschen Rats für Wiederbelebung angesprochen haben. Das ist toll und ich glaube, das ist auch eine gute Weiterentwicklung. Und es ist schön, dass Sie das ja auch schon machen. Und da ist auch vorgesehen, zum Beispiel, Sie hatten es auch dargestellt, entweder Schockraum. Ist, glaube ich, wichtig, dass man es interdisziplinär macht. Freue mich als Anästhesist natürlich auch, dass die Anästhesisten da dabei sind. Ich glaube, die können das auch mit dem Intubieren und mit dem Zugänge legen. Aber man kann natürlich genauso gut die Menschen auch in irgendeiner anderen Notfallaufnahmeeinheit oder im Herzkatheter erst versorgen und dann weitere Schritte unternehmen. Das ist, glaube ich, alles möglich und hängt ein bisschen von den lokalen Gegebenheiten, Möglichkeiten und Interaktionspotenzialen ab, so würde ich das mal sagen. Weitere Fragen? Dann möchte ich noch vielleicht doch noch mal auch darauf hinweisen, dass Sie ja auch diesen schönen Fall vorgestellt haben, der bei mir als Anästhesist wieder das Gefühl hervorgerufen hat, es ist immer gut, wenn ein Anästhesist in der Nähe ist, wenn das Schlimmes passiert. Das haben Sie uns ja wunderbar gezeigt. Also ich habe mir aufgeschrieben, 70 Minuten Reanimation, pH 6,8. Deswegen habe ich vorhin auch von dem Kind erzählt, es hatte ein pH von 6,7 und hat uns nicht abgehalten. Ihr 6,8er hat sie auch nicht abgehalten und ich glaube, das ist genau die richtige Message, die wir auch hier verbreiten möchten. Ich habe früher immer wieder mit unseren Herzchirurgen zum Beispiel diskutiert, die haben gesagt, unter pH 7,0 hängen wir keinen, der draußen reanimiert wurde, egal wie lange der da im Eis war oder sonst wie, an die ECMO oder an die Herz-Lungen-Maschine. Und auch da haben wir mittlerweile eine positive Entwicklung induziert. Ja, danke für den schönen Fall, das ist eindrucksvoll. Sehr gerne. Und es zeigt auch, es ist egal, wie lange man reanimiert, solange man es gut macht, kann man auch doppelt oder dreimal so lange reanimieren, weil das Hirn stirbt nicht mehr. Das Hirn stirbt ja nur durch die Zeit, wo keine Reanimation stattgefunden hat. Ja, jetzt wissen wir dann auch, wir haben, glaube ich, immer noch ein bisschen Zeit. Wir wissen jetzt ja auch, was HACOR ist. Und meine Frage wäre, ist das ein Register, was Sie jetzt nur in Hannover haben, nur an der MHH, oder ist das irgendwie auch, geht das darüber hinaus? Das habe ich vielleicht übersehen. Also wir haben es, es ist monozentrisch bei uns mit eben diesem Standard, den wir eingeführt hatten. Wir hatten vor knapp 2 Jahren mal die Bestrebung, das aufs Stadtgebiet, auf teilnehmende Kliniken auszuweiten, wobei wir da ehrlich gesagt mit den Geschäftsführungen der anderen Kliniken auf Widerstände bei auch der Anschaffung der therapeutischen Hypothermie oder der Herzunterstützungssysteme gestoßen waren. Vielen Dank, dass Sie das so charmant auch ausdrücken. Wir haben immer noch Zeit, ich nutze die mal. Ich habe noch eine Frage und zwar nämlich zum Thema Non-ST-Segment Patienten nach Reanimation, die da reinkommen. Sie haben uns ja schön gezeigt, dass die eine schlechtere Prognose haben. Das ist auch unsere Erfahrung. Das ist, glaube ich, eine weltweite Erfahrung. Die Frage ist, warum haben die eine schlechtere Prognose? Ist das vielleicht mindestens zum Teil auch deswegen, dass die weniger häufig dann sofort in den Herzkatheter gehen, weil wir wissen ja aus den FITS-DEMI-Daten, das ist ja ein anderes Register in Deutschland, dass wenn man einen Kreislaufstillstand hat, out of hospital, und die Ursache ist ein ST-Segment-Infarkt, dass es dann auch darauf ankommt, so schnell wie möglich in den Herzkatheter zu fahren und den Ballon da dilatiert zu kriegen, weil das Überleben verdoppelt, wenn das schnell passiert. Und beim ST-Segment-Hebungsinfarkt nach Reanimation kommt man ja schneller in den Herzkatheter, als wenn man keinen Hebungsinfarkt hat, weil da ja die Guidelines auch so schwammig sind, wahrscheinlich auch zu Recht. Man kann ja vielleicht nicht jeden katheterisieren. Was ist da Ihre Einschätzung in diesem Zusammenhang? Ja, also das ist letztendlich etwas, was wir in diesem Standard umgesetzt haben, dass Patienten, die jetzt nicht ein eindeutig anderes Ereignis haben, also jetzt der Jugendliche, der Ertrinkungsunfall beim Baden im Sommer, vielleicht eine Ausnahme, oder ein Patient, der mit einer schweren Atemnot kollabiert ist, deutliche rechtsventrikuläre Belastung sehen, den wir an die ECMO nehmen und mit einer fulminanten Lungenembolie behandeln. Das sind die wenigen Patienten, die wir nicht ins Katheterlabor fahren, aber alle, bei denen nicht irgendein ganz klarer Hinweis vorher gegeben ist und sei es durch eine vor den Katheter vorgeschaltete CT-Untersuchung, wo wir nichts finden, diese Patienten gehen alle ins Katheterlabor und werden alle koronarangiografiert, 24 Stunden am Tag. Also ich fasse mal zusammen, wenn Sie erlauben, etwas salopp, schnell rein, schnell raus.
Mit dem Kardiologen so schnell wie möglich in den Herzkatheter, solange nicht sicher eine nicht kardiale Ursache des Kreislaufstillstands vorhanden ist. Und am besten natürlich gemeinsam mit einem Anästhesisten. Bin ich dabei, das zu unterschreiben? So haben wir es ins Protokoll geschrieben und damit fahren wir sehr, sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Herr Schäfer. Die Zeit ist jetzt um. Sie kriegen noch mal einen Applaus. Und wir machen weiter mit einem weiteren Menschen, den ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht vorstellen muss, aber ein paar Worte möchte ich dazu sagen, der Professor Willi Behringer. Ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal getroffen haben, aber es ist deutlich mehr als 10 Jahre her. Da hat er nämlich bei Peter Safar in Pittsburgh gearbeitet. Wer kennt denn Peter Safar? Oder was heißt kennt? Wir hatten schon mal von dem gehört. Doch einige, ne? Das ist ja einer der Miterfinder der modernen kardiopulmonalen Reanimation. Der hat sich da um die Beatmung gekümmert und der hat ein Labor in Pittsburgh gehabt und der hatte mich mal eingeladen und Willi Behringer holte mich vom Flughafen ab, das ist schon lange her, und seitdem verbindet uns doch irgendwie eine Sympathie, auch wenn wir in unterschiedlichen Bereichen arbeiten und in unterschiedlichen Fachgesellschaften aktiv sind, sage ich jetzt mal. Willi Behringer hat sich intensiv mit dem Thema Hypothermie in Pittsburgh darüber hinaus beschäftigt. Er war lange Zeit stellvertretender Leiter der zentralen Notaufnahme am AKH in Wien, hat dann mal so einen kleinen Ausflug in wärmere Gefilde gemacht und ist jetzt seit, ich weiß gar nicht, mittlerweile schon 3 Jahren oder so, in Jena Leiter der zentralen Notaufnahme. Und wir hören jetzt von dir etwas zum Thema Frost, TTH 48 und anderen aktuellen TTM-Studien. Was können wir daraus lernen? Und du hast jetzt extra nochmal auch uns einige Informationen zum Princess Trial mitgebracht, über das ich eingangs schon mal gesprochen habe. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag, Willi. Ja. Lieber Bernd, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Damals hatten wir noch beide mehr Haare. Inzwischen sind wir schon über Grey Hair to No Hair gegangen. Und den letzten beißen die Hunde natürlich. Es ist schon viel gesagt worden. Und es ist wahrscheinlich ein bisschen Wiederholung auch für Sie, aber der Peter Safar hat immer gesagt, Retention through Repetition. Das heißt, je öfter Sie was hören, desto eher merkt man sich's. Konflikt of Interest, nachdem ich für eigentlich alle Firmen Vorträge halte, bin ich eher neutral in der Auswahl der Kühlmethoden. Und das sind die 2015er Guidelines. Die sagen eigentlich ganz klar, man sollte kühlen zwischen 32 und 36 Grad, also TTM zwischen 32 und 36 Grad, für 24 Stunden, man kann extern und intern kühlen und präklinische Kühlung mit kalter Kochsalzlösung ist nicht empfohlen. Jetzt, das sind die Guidelines und wir sollten uns an die Guidelines halten und eigentlich ist alles gesagt. Und Sie werden sich jetzt fragen, wozu steht der Behringer da draußen und erzählt uns was, weil Sie sehen Guidelines. Sie alles klar. Aber Sie haben ja auch schon gehört, es ist nicht alles klar. Und deswegen bin ich jetzt auch da, um ein bisschen da die Literatur zu beleuchten. Und mein Auftrag war, über die Studienlage zu reden. Und ich habe mir gedacht, ich fange einmal an mit den Tierstudien, weil die haben uns sehr, sehr viel gesagt und auf dem basiert ja eigentlich die Idee der, ich sage jetzt Hypothermie 33 Grad und sage nicht TTM. Also das ist ein relativ einfaches Schema, was nach Wiederbelebung mit dem Gehirn passiert. Da laufen viele, viele Kaskaden ab, die dann zum Zelltod führen durch Nekrose, Apoptose. Und Zellkulturen haben gezeigt, dass all diese Kaskaden durch die Hypothermie mit 33 Grad beeinflusst werden. Also die Mehrzahl der Studien, fast alle Studien mit 33 Grad Einfluss auf diese Kaskaden. Und dann gibt es zahlreiche Tierstudien, die alle das Gleiche gezeigt haben. Je früher man kühlt, desto besser ist es und je länger man kühlt, desto besser ist es. Macht ja Sinn pathophysiologisch, weil dieser Zellschaden beginnt sofort mit Reperfusion und hört nicht nach 24 Stunden auf, sondern geht über Tage. Also pathophysiologisch macht es Sinn und die Tierstudien haben gezeigt, ja, Outcome ist besser. Und da sind viele, viele Tierstudien, und wir haben die Mühe gemacht, mir die rauszusuchen, sind inzwischen mehr geworden. Und ich will Ihnen nur zwei daraus zeigen. Zwei. Das ist eine Studie, Herzstillstand bei Ratten. Und da wurden diese Tiere
mit Normothermie 35 Grad, 33, 35 Grad gekühlt. Und man sieht wunderschön, das sind sagen die kaputten Zellen. Mit Normothermie sind die meisten kaputten Zellen. Dann ist so eine U-Form, 33 Grad ist am besten. Und wenn man 30 Grad, also ein bisschen kühler noch macht, dann ist es wieder schlechter. Das ist auch für die Caspase wahr und das ist so other way around. Je mehr, desto besser. Da ist 33 Grad am besten. Also es ist eine U-Form mit 33 Grad beste Wirkung. Ist auch beim Schlaganfall so. Und jetzt nochmal zum Vergleich 33 Grad, 36 Grad. Die Studie wurde jetzt schon fast bis zum Erbrechen genannt, die TTM-Studie. Eine Tierstudie, die hat sich verschiedenste Temperaturen vor dem Stillstand, während des Stillstands und nach Wiederbelebung angeschaut. Verschiedenste Temperaturen und das entspricht hier der TTM-Studie. 36 Grad versus 33 Grad und da gibt es einen deutlichen Vorteil beim Zellschaden für die 33 Grad. Also das ist das, was in der klinischen Studie keinen Vorteil gezeigt hat. Und das ist eine Studie, die hat geschaut, wenn wir länger kühlen, Tiere, Schweine waren das, einmal für 24 Stunden und einmal für 48 Stunden. Und keine Überraschung, je länger man kühlt, desto weniger Zellschaden. 24 Stunden, 48 Stunden, also wenn es länger kühlen, weniger Zellschaden. Macht ja Sinn, pathophysiologisch. So, also was haben wir von Tierstudien gelernt? 33 Grad ist besser als 36 Grad. Es gibt so einen U-förmigen Effekt. Schnell ist besser und länger ist besser. Das wissen wir von Tierstudien. Jetzt gibt es aber die Guidelines. Die Guidelines sagen, naja, 33 bis, oder 32 bis 36 Grad für 24 Stunden und präklinisches Kühlen mit kalter Kochsalzinfusion ist nett, so empfehlen wir nicht. Also das ist ein gewisser Widerspruch für mich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist ein gewisser Widerspruch. Und eine Schuld daran ist unser Streben nach Evidenz. Und da gibt es diese Gruppe GRADE. Und die GRADE-Gruppe, die kategorisiert die Evidenz, die wir haben, und die sagen, naja, die höchste Evidenz sind randomisierte, kontrollierte Studien. Und die schauen wir uns jetzt an. Da war die Welt noch in Ordnung. Das ist die ursprüngliche Hacker-Studie 2002 publiziert, wo Hypothermie mit 33 Grad das Outcome verbessert hat. Die australische Studie 2002. Und haben gesagt, okay, Guidelines, 33 Grad, super. Das wurde schon erwähnt, das Problem der Hacker-Studie, die Patienten waren so ein bisschen hypotherm, waren nicht ganz normotherm. Und darum hat der Herr Nielsen gesagt, wir machen jetzt eine Studie, 33 und 36 Grad, da kann ich drüber springen, ganz schnell. Da war kein Unterschied im Outcome. Jetzt wurde das schon zweimal beleuchtet, die Limitationen der Studie, aber es ist noch eine dritte Dimension, die ich beleuchten möchte, nämlich die Temperaturkurve. Das ist die Temperaturkurve, die 33 Grad und die 36 Grad. Und ich habe das 4 oder 5 Mal lesen müssen, bevor ich es perzipiert habe. Das ist seit Randomisierung, also nicht seit ROSC, sondern seit Randomisierung. Und es hat bis zu 4 Stunden dauert zu randomisieren. Wer wartet 4 Stunden mit einer Therapie? Und wenn man das jetzt zusammenlegt, hat es 10 Stunden dauert, bis die Temperatur erreicht, wenn es von 33 Grad, 10 Stunden. Und wir wissen ja von den Tierstudien, da gibt es ein therapeutisches Fenster und es ist bei 6, 8 Stunden, bei den Tierstudien zumindest. Und eine retrospektive Studie, die hat zeigt, dass mit der Verzögerung für jede 30 Minuten wir warten mit dem Beginn unserer Therapie 10% höhere Chance ist für schlechtes Outcome. Jede 30 Minuten länger warten, 10% schlechteres Outcome. Warum wartet man so lang mit der Kühlung? Die Studie wurde auch schon erwähnt, nachdem ich glaubt habe, der Stefan spricht nur über die neurologischen Studien, Schlaganfall, habe ich das gebracht, das wiederholen wir uns. Das war die Studie, wo man schaut, ob es einen Unterschied gibt zwischen 32, 33 und 34 Grad, also wirklich ganz kleine Unterschiede. Es soll schwierig sein, wieder einen Unterschied zu zeigen. Die haben es trotzdem gemacht. Also 32 Grad, 33 Grad, 34 Grad Patienten wurden endovaskulär gekühlt. Da kann man wunderschön die Temperatur über 24 Stunden ohne Varianz halten. Also tolle Temperaturkontrolle. Und das Outcome haben sie auch schon gesehen. Also die Überraschung ist weg. Nämlich
Da war nicht viel Unterschied im Outcome, außer, und das hat mich ein bisschen überrascht, tendenziell die 33 Grad hat das schlechteste Überleben gehabt. Aber das ist kein Unterschied, war signifikant aufgrund der geringen Patientenzahl, aber 33 Grad war es im Tierversuch, U-Shape, bester Effekt, da eher nicht der beste Effekt. Ja. Was interessant war bei der Studie, wenn man es ein bisschen im Nachgang analysiert hat, das ist, bei wie viel Prozent der Patienten die Therapie beendet wurde aufgrund neurologischer Infaustenprognose, also neurologischer Infaust. Und da war mit 32 Grad statistisch signifikant weniger Patienten, der neurologischen, wo man wegen eines neurologischen Schadens die Therapie abgebrochen hat, sondern eher wegen kardialen Ursachen. Also da scheint so einen kleinen Hinweis zu geben, dass vielleicht 32 Grad sogar wirklich fürs Gehirn einen Benefit bringen könnte. Gut, machen wir einen Sprung. Der Sprung ist Empfehlung 24 Stunden, wobei der Schaden ja über Tage weiterläuft. Und jetzt sagt man trotzdem 24 Stunden Stopp. Da gab es auch eine Studie bei Menschen, voriges Jahr publiziert, und die haben verglichen 24 Stunden kühlen mit 48 Stunden kühlen. Und ich weiß nicht, ob das schon genannt wurde heute, was das Outcome war. Was glauben Sie jetzt, was ist besser, 24 oder 48 Stunden? Tierstudien zeigen ja 48 Stunden, Pathophysiologie sagt 48 Stunden, sogar noch länger. Also würde man uns erwarten, dass auch hier das Outcome besser ist, oder? Naja, ein bisschen auf Deutsch. Zumindest ein Trend, das ist Mortalität, also ein bisschen weniger Mortalität. Ich habe das noch einmal so in der Form aufgeschrieben, weil es ein bisschen leichter zu verstehen ist. Also 69% Mortalität versus, das ist gutes neurologisches Outcome, 69% gutes neurologisches Outcome versus 64% gutes neurologisches Outcome mit 24 Stunden. Das ist ein bisschen ein Trend. Und jetzt zeige ich einen Zaubertrick, der bei vielen Studien in der Reanimation hilft, wo es geringe Fallzahlen haben. Sie erhöhen einfach die Fallzahl. Hokus pokus fidibus, Fallzahl erhöht. Und dieser Unterschied, der hier nicht statistisch signifikant ist, mit ein bisschen mehr Patienten, plötzlich hochsignifikant. Das heißt, eines der Grundprobleme in der Forschung der Reanimation, die geringe Fallzahl. Da könnten wir feiern. Nicht? Hurra! Durchbruch, wir empfehlen jetzt 48 Stunden. Ja, ein bisschen einen gedanklichen Sprung. Ich habe ein bisschen diese Studien angeschaut und da geht es in die Richtung, was der Herr Schäfer schon gezeigt hat: Vergleich der Studien, der TTM-Studie mit den Studien, die nachher gekommen sind. Und ich habe mir angeschaut, die Baseline-Variable, also das Patientengut von der TTM-Studie von Herrn Nielsen, die dazu geführt hat, dass man sagt, naja, 36 Grad ist auch gut. Und jetzt dieser 24-Stunden-Gruppe von Kircher, der 24 mit 48 Stunden verglichen hat. Und überraschenderweise sind diese zwei Patientenpopulationen fast ident. Gleiches Alter, gleiche BLS-Rate, gleiche Anzahl von Kammerflimmern, gleiche Stillstandszeiten. Da ist alles gleich, wie wenn das aus einer Studie wäre. Gibt es fast keine Unterschiede. Der Unterschied ist im Outcome. Gutes neurologisches Outcome von Herrn Nielsen 46% und von Herrn Kierkegaard in der 33 Grad für 24 Stunden Gruppe 64%. Also gleiche Population, unterschiedliches Outcome. Warum? Wir haben schon gehört, könnte sein wegen der fehlenden BCI oder weil das Herz nicht geschaut wurde. Die Neurologen schauen aufs Hirn, der Kardiologe schaut aufs Herz. Ich habe noch eine Dimension gefunden, nämlich TTM-Studie, 10 Stunden bis zur Zieltemperatur, Kierkegaard-Studie, 5 Stunden bis zur Zieltemperatur. Da sind wir ja sagen im therapeutischen Fenster. Vielleicht ist das auch eine Ursache, dass hier kein Unterschied zwischen 33 und 36 Grad gefunden wurde, weil eben nicht richtig gekühlt wurde. Und dann haben wir die Lopez-Dessart-Studie hergenommen, die ich Ihnen auch gezeigt habe, 32, 33, 34 Grad, nur bei Kammerflimmern. Und habe die Patientenpopulation verglichen und wiederum eigentlich die gleiche Patientenpopulation, bei nur Kammerflimmern jetzt, nicht alle, Kammerflimmern. Und da auch in der Mortalität oder im Outcome, 54% gutes Outcome bei Nielsen, aber 79% bei Herrn Lopez-Dessart, der gleichen Patientenpopulation, bei Kammerflimmern.
Und wo ist der Unterschied? Was glauben Sie? Das kennen Sie ja schon meinen Vortrag wahrscheinlich. Der Unterschied war im Erreichen der Zieltemperatur. 10 Stunden versus 4,5 Stunden. Also ich glaube, dass das auch ein Faktor ist, den man bedenken muss, wenn man diese Nielsen-Studie interpretiert. Weil wir wissen ja, therapeutisches Fenster. So, wurde auch schon gezeigt heute, die Studie aus Australien. Was passiert, wenn man von 33 Grad auf 36 Grad wechselt? Ich habe das jetzt in Balkengrafik, das ist vielleicht ein bisschen eindringlicher noch. Nach Wechsel auf die 36 Grad, schlechteres Überleben, schlechteres neurologisches Outcome und die ist schon schlechter. Also die haben wieder zurückgeswitcht. Das wurde noch nicht gezeigt, hurra, eine neue Studie. Retrospektive Studie, Australien, Neuseeland, 16.000 Patienten, 16.000, wurden seit 2005 verfolgt bis 2013, bis zur Publikation von Nielsen. Temperatur ist schon langsam immer weiter runtergegangen und da, stopp, wir wechseln auf 36 Grad, da ist die Temperatur wieder ein bisschen raufgegangen. Zwar nicht auf die 36 Grad, also da nähert man sich erst an, aber doch, da ist ein deutlicher Sprung in der Temperatur. Und da ist die Mortalität von diesen Patienten. Die ist über die Jahre schon langsam runtergegangen, Wechsel auf 36 Grad und die Mortalität fängt wieder an zu steigen. Eine Erklärung, warum das so sein könnte, hat der Herr Koppler aus der Gruppe Callaway aus Pittsburgh auch gezeigt. Der hat bei ein paar Patienten, warum auch immer, Temperatursonden ins Gehirn gelegt und hat verglichen Körpertemperatur mit Hirntemperatur und hat gezeigt, dass die Körpertemperatur immer unterschiedlich zur Hirntemperatur ist. Also die Hirntemperatur ist immer ein bisschen höher. Und der Unterschied kann bis zu 2, sogar bis zu fast 3 Grad sein. Also die Körpertemperatur ist, sagen, falsch tief. Und wenn man jetzt die Körpertemperatur auf 36 Grad hält, dann hat das Hirn ja eigentlich bis zu 38, fast 39 Grad. Und dass die Hyperthermie schlecht fürs Gehirn ist, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das heißt, das könnte auch eine Erklärung sein, warum das 36 Grad vielleicht doch nicht so gut ist. Wenn man Experten fragt, die meisten in Europa kühlen noch immer auf 33 Grad, nur die dunkelblauen verwenden die 36 Grad, das war 2017 und 63% der, die das wirklich täglich machen, das ist auch wahrscheinlich unsere Meinung hier, die wir da sitzen, da vorne zumindest, verwenden den Temperaturbereich. Ich soll über Studien sprechen, darum möchte ich Ihnen noch eine Studie vorstellen. Das war publiziert in JAMA. Da hat man sich angeschaut, ob Hypothermie bei Patienten, die einen Herzstillstand im Krankenhaus haben, gemacht werden soll, was das Outcome ist. Und das waren relativ viele Patienten, 1524, die innerklinisch Herzstillstand hatten und gekühlt wurden und die sind mit einer normothermen Kontrollgruppe verglichen worden. Also nicht prospektiv, sondern retrospektiv. Und was glauben Sie, was das Outcome war? Waren die, die gekühlt waren, sind besser oder die, die nicht gekühlt waren, sind besser? Oder war kein Unterschied wie bei der Nielsen-Studie? Möchte er rausschreien? Niemand? Keine Mitarbeit? Mitarbeitsminus? Und überraschenderweise, das sind die Hypothermen, das ist gutes neurologisches Outcome, hatten die, die gekühlt worden sind, ein schlechteres Outcome. Schlechter, wie kann das sein? Wir sagen immer, Hypothermie ist gut und plötzlich gibt es eine Studie, die sagen, naja, wenn wir die kühlt, sind sogar schlechter. Was machen wir damit? Wir lesen die Studie. Wir lesen die Studie und finden, dass von allen Patienten nur bei 24% die Temperatur berichtet wurde, also von 3/4 der Patienten wissen wir nicht einmal die Temperatur, da steht nur, wurde gekühlt. Aber ob das wirklich gekühlt wurde, wie tief, wissen wir nur bei wenigen, bei 25%. Und von denen, wo wir es wissen, war zwar die mediane Temperatur 33 Grad, aber der interquartile Range war bis 35,7 und die Statistiker unter Ihnen wissen, das heißt, 25% der Patienten hatten eine Temperatur von höher wie 35,7 Grad. Also ein Viertel der Patienten, wo man es gemessen hat, waren nicht hypotherm.
Und bei 21% war es sogar tiefer als 32 Grad, was auch nicht gut ist. Das heißt, da war ganz schlechte Temperaturkontrolle. Und die Conclusio von den Autoren war, naja, therapeutische Hypothermie ist nicht assoziiert mit Überleben oder neurologischen Outcome und könnte sogar harmvoll sein. Das heißt, eigentlich können wir es nicht empfehlen. Meine persönliche Conclusion ist, ich habe es nicht gekühlt. Und die Conclusion ist, we did a bad job. Da möchte ich nur eine Studie vorstellen, in Kindern. Herzstillstand, Kühlung bei Kindern. 329 Patienten, 33 also 36 Grad, 120 Stunden kühl, also lange Kühlung, prolongierte Kühlung. Outcome besser oder schlechter? Naja, schon wieder mal kein Unterschied. Ja, kein Unterschied im Überleben. Schon wieder eine Studie, wo die Hypothermie keinen Benefit zeigt. Wie kann das sein? Und wenn man sich die Studie anschaut, erstens war es sehr kurze No-Flow-Zeit, das heißt 0 Minuten. Bei 0 Minuten Stillstand braucht man wahrscheinlich keine Hypothermie. Und die gekühlt Randomisierung 5 Stunden. Also 5 Stunden bis zur Randomisierung wieder gewartet, 5 Stunden bis man zum Kühlen anfängt und Zeit bis zur Zieltemperatur 9 Stunden, therapeutisches Fenster früher. Also wieder so eine Studie. Ja? Also JAMA, New England, Circulation, aber immer solche Studien. Und jetzt bin ich ja gezwungen worden, kurz bevor ich da gekommen bin, auch über die PRINCESS-Studie zu reden, nämlich noch früher, nämlich schon im Stillstand. Normalerweise rede ich nicht gerne über Studien, die nicht publiziert sind, weil da kann man diese Feinheiten nicht rauslesen, wo ihr meist sagt, ah, deswegen ist das so. Aber nachdem ich ja gezwungen wurde, angekündigt, ich muss darüber wie schnell jetzt noch da nebenbei mir ein paar Dias rausgeschnitten, es ist ja nicht meine Dias, aber da springe ich drüber. Da sind wir, die PRINCESS-Studie. Die haben im Stillstand gekühlt. Also noch vor der Reperfusion, während der Stillstand, soll man kühlen. Und da haben Bierstudien auch gezeigt, das macht Sinn. Und da gibt es sozusagen eine Humanstudie. Mit 677 Patienten wurde es rezent vorgestellt. Gekühlt mit so einer Nasalkühlung. Mit 337 oder 334 Patienten eingeschlossen. Das waren die Kühlkurven, sehr imposant, ganz schnelles Kühlen, hier mit dieser Nasalkühlung, Prähospital, Intrarest, und das ist die Gruppe, die sozusagen normal gekühlt wurde im Spital, und da gibt es doch einen großen Unterschied im Erreichen der Zieltemperatur, und die Frage ist jetzt, heißt, haben wir endlich einmal schnell gekühlt, haben wir auch das Outcome verbessert? Da nickt wer? Ja. Schauen wir mal. Das ist Überleben, Intervention und die Normalgruppe. Kein Unterschied im Überleben, also statistisch zumindest nicht. Und bei Patienten nur mit Kammerflimmern ein Trend zum besseren Überleben, aber auch statistisch nicht signifikant. Obwohl das ist 25-34%, das ist ja fast eine relative Verbesserung von 50%. Aber aufgrund der geringen Fallzahl eben nicht statistisch signifikant. Und dann haben die noch sich das neurologische Outcome angeschaut, gutes neurologisches Outcome. Und beim guten neurologischen Outcome haben die mit Kammerflimmern doch statistisch signifikant jetzt ein besseres neurologisches Outcome beim Kammerflimmern, Subgruppe. Und es ist ein interessantes Tier, das Outcome, neurologisches Outcome in Abhängigkeit von Zeit, bis die Intrarestkühlung begonnen wurde. Und da gibt es doch eine deutliche Kurve, dass je früher man anfängt, desto besser das Outcome, macht ja sagen Sinn. Aber wie gesagt, das ist nicht publiziert, das ist nur so einmal gezeigt worden. Das heißt, die Details wissen wir nicht. Gut, Neonatologie mache ich ganz kurz. Die kühlen für 72 Stunden. Period. Ist auch so empfohlen. Und die kühlen schnell. Weil halt die kleinen Zwutschgerl, die kann man gut kühlen. Innerhalb von einer Stunde. Und da funktioniert das. 72 Stunden, schnell kühlen, da ist keine Diskussion, da wird auf 33 Grad gekühlt für 72 Stunden. Also schnell und lang. Und jetzt ist die große Frage, die ich mir immer stelle, warum ist es so? Wir haben diese Tierstudien, die zeigen alle einen Benefit und unsere Humanstudien zeigen nichts. Und wir haben sie schon diskutiert heute, was die möglichen Gründe sind. Ja? Und die möglichen Gründe, das ist diese
Komplexität. Wer schon mal versucht hat, eine Studie machen bei Patienten nach Reanimation, das ist eine Katastrophe. Die kommen um 2 Uhr in der Früh, die kommen nicht um 8 Uhr in der Früh. Study Nurse nicht da. Da muss man die Ärzte sagen, bitte, bitte helft uns bei den Studien, Daten akquirieren, aufzeigen. Das ist wahnsinnig kompliziert. Jeder ist im Stress, ist ja reanimierter. Und der Peter Saffa, den der Bernd schon erwähnt hat, der fesche Bursch, das bin ich vor 20 Jahren. Und der hat schon gesagt, randomisierte Studien, das macht keinen Sinn, weil das ist so komplex. Macht's Tierstudien in Large Animal, also sagen keine Ratten und Mäuse, sondern wirklich Schweine, Hunde, Proof of Principle, wenn das dort funktioniert, wo man alle Faktoren kontrollieren kann, dann ist es die Hypothermie und dann zeigen, dass man mit der Therapie nicht kein Harm, also nicht schädigt. Ja, der hat das damals schon vor 20 Jahren vorhergesehen, dass all diese randomisierten Studien uns nicht weiterhelfen. So, die Zukunft. Also ich glaube, wir brauchen kein Targeted Temperature Management, sondern wir brauchen ein Tailored Temperature Management. Da muss man wenigstens das Akronym nicht ändern. TTM bleibt. Was meine ich damit? Also ich glaube, die Größe des Hirnschadens hängt wahrscheinlich sehr viel auch von der Ischämie-Dauer ab. Und wenn Sie es dann sehr kurzen Stillstand haben oder sehr langen Stillstand haben, also bei einem sehr kurzen Stillstand, brauchen Sie wahrscheinlich keine Hypothermie. Das kennen wir ja aus dem Herzkatheterlabor, wer Kammerflimmern hat und dann gleich wieder da ist, den kühlen wir nicht. Und die sagen, einen langen Stillstand haben, ist wirklich eine lange Ischämiezeit, nicht beobachtet oder Beobachtung zu spät kommend, 10 Minuten, 12, 15 Minuten, da können Sie geben, was wollen. Hühnersuppe, Weihwasser, der wird nicht besser. Das heißt, wir müssen da irgendwo in der Mitte. Und wahrscheinlich müssen wir die Dosis unserer Hypothermie der Größe des Schadens anpassen. Je mehr Schaden wahrscheinlich, glaube ich, spekuliere ich, desto mehr Dosis, desto mehr Hypothermie werden Sie brauchen. Und die Dosis setze ich zusammen aus, wie lange brauche ich, wie tief gehe ich und wie lange kühle ich. Also je mehr Schaden hier, desto schneller, tiefer und länger wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die Studie werden wir nicht machen können, weil da zu viele Parameter sind. Und dann kommen noch die ganzen Dinge, die noch komplizierend sind dazu. Alle diese Faktoren hier, in retrospektiven Studien, waren unabhängige Faktoren fürs gute Outcome. Also frühe Antibiose, unabhängiger Prädiktor für gut Outcome. Paralyse, unabhängiger Prädiktor für gut Outcome. Das heißt, das muss alles bedacht werden. Komplex. Und der Max Harry Weil, das ist ein anderer Grey Hair, wir sind ja keine Grey Hair mehr, auch einer der Gründer der Society of Critical Care mit dem Peter Saffer gemeinsam, hat auch schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, wir brauchen irgendwas, wo wir unsere Therapie steuern. Sonst ist es so, wie wenn es mit einem Hubschrauber oder einem Flugzeug fliegen, ohne Höhenmesser. Geht nicht. Darum brauchen wir irgendwas finden, wo wir unsere Therapie der Hypothermie steuern können. So wie bei den TBIs, also Hirntrauma, die haben den Hirndruck als Surrogat. Das haben wir jetzt, den Stillstand, Herzstillstand, behandelt haben wir ja nicht. Das heißt, da müssen wir hin. Und das ist, glaube ich, das letzte Tier, auch eine sehr weise Frau ist das, eine weise Frau, die hat gesagt, naja, um das Outcome unserer Patienten zu verbessern, müssen wir nicht unbedingt neue Therapien erfinden. Aber wir müssen schauen, dass wir die Therapien, die wir haben, auch richtig einsetzen. Und das ist bei der Kühlung so, richtig einsetzen, jetzt verwende ich es von meinen Vorsprechern, schnell, tief, also schnell rein, ich würde nicht sagen, nicht schnell raus, sondern erst ein bisschen später raus, aber dann langsam raus, langsam erwärmen und dann sollte es funktionieren und damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Wir haben Punkt 14 Uhr, vielen Dank für die schöne Übersicht. Wir nehmen uns vielleicht trotzdem noch 2-3 Minuten, wenn Sie einverstanden sind, um wichtige Fragen zu diskutieren. Ich wollte erst noch mal was zu dem Wort gezwungen sagen. Weil ich hatte ja nur gesagt, ich werde das sicher in meiner Anmoderation erwähnen, dass es eine neue Studie gibt, die ich für ganz, ganz wesentlich halte. Und das haben Sie auch gesehen, weil die haben nämlich echt früh angefangen zu kühlen. Und ich hatte ihn nur gefragt, ob er denn daran gedacht hat und Lust hat, die auch vorzustellen.
aber ich frage mal, weil ich möchte dich gleich noch was fragen an der Stelle, nämlich, ich glaube wirklich, wie schnell das geht, ist entscheidend. Gehen wir mal zurück zu dem Kind, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe, das sozusagen unmittelbar mit der Ischämie sofort gekühlt wird. Und dann hat das Kind 35 Minuten Ischämie und kommt da gut raus. Wenn man dieses Kind jetzt erst wenn das jetzt ertrunken wäre im warmen Wasser und man hätte es 2 Stunden später gekühlt oder 3, das wäre nicht gut ausgegangen. Deswegen ist das, glaube ich, was du gesagt hast mit der Geschwindigkeit und auch so schön rausgearbeitet hast, wie unterschiedlich schnell die gekühlt haben und auch nochmal gezeigt hast, dass dieses TTM-Trial, das wir einen der Referenten als irrelevant bezeichnet hat, das fand ich durchaus charmant, dass das ja nicht nur 1 Minute Ischämie nur hatte, 50% überleben, sondern dass das auch erst nach 10 Stunden die Zieltemperatur erreicht hat. Das sollte uns, glaube ich, allen zu denken geben. Deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass du diese neue Studie jetzt gezeigt hast. Ich glaube, die wird uns alle noch beschäftigen und wahrscheinlich auch dazu führen, dass wir neue intermittäre Leitlinien haben werden. Fragen, Kommentare? Das kann doch gar nicht sein. Wie macht ihr, letzte Frage vielleicht von meiner Seite aus an dich. Oh, da kommt eine Frage, vielen Dank. Ich würde gerne was zu den Case Reports sagen, die uns alle in unserem klinischen Handeln beeinflussen und vielleicht nur einen kleinen Gegenpart bringen. Ich bin selber Pädiater und möchte als einen Gegen-Case Report bringen, ein 12-jähriges Mädchen, was wir behandelt haben, mit einer schwersten hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie im MRT gesehen, die komplette Hirnrinde betroffen, besprochen mit den Kollegen in Mount Sinai in New York und gesagt, die wird apallisch enden und die ist super geworden, ohne gekühlt worden zu sein. Nur als kleines Gegenbeispiel. Das ist ja eigentlich gar kein, für mich ist das gar kein Gegenbeispiel, sondern es ist für mich ein schönes Beispiel dafür, dass wir vielleicht an vielen Stellen bisher und gerade auch bei ischämischen oder reanimierten Patientinnen und Patienten viel zu früh bisher immer die Therapie eingestellt oder aufgegeben haben. Ich kenne auch noch ein Beispiel aus der Nicht-Hypothermie-Area. Da hatten wir eine Mitte-20-Jährige lange reanimiert. Dann hatte die NSE-Werte am 2. und 3. Tag nach Kreislaufstillstand von 150 und mehr. Unsere Neurologen haben gesagt, ist in Faust die Prognose. Wir haben trotzdem weitergemacht. Die war nicht gekühlt, so ähnlich wie ihr Fall. Und die hat praktisch ohne Schaden überlebt. Also ich glaube, wir waren und sind vielleicht immer noch bei der Prognostizierung, das ist ein wichtiges Thema, nicht ganz im Sinne der Patienten unterwegs. Vielleicht ein Wort von dir dazu noch? Na, ich glaube, Case Reports sind nett, ja, aber ich glaube, die Aufgabe der Wissenschaft ist jetzt in guten Studien, eben diese Hypothesen, die sich aus Fallbeispielen ergeben, mit guten Studien zu untersuchen. Das heißt, ob jetzt 33 oder 36 Grad mit einer guten Studie, nicht warten 6 Stunden mit der Kühlung, sondern so schnell wie möglich und dann werden wir vielleicht eine Antwort bekommen, was besser ist, wenn es richtig gemacht wird. Und zum Thema Case Report vielleicht von meiner Seite aus noch, das ist für mich ein Bild, also ich will damit jetzt niemanden überzeugen, aber es ist ein Bild. Ich habe auch die Menschen, die Princess-Studie gemacht haben, als sie die vorgestellt haben, gefragt, heißt das eigentlich im übertragenen Sinne, ich meine es nicht ernst, man muss einer, der einen Kreislaufstillstand hat, jetzt erstmal in Eiswasser werfen, der ist ja nach 5 Minuten kalt und dann reanimieren. Das ist ja nur so ein Bild von mir und nicht ganz ernst gemeint, aber vielleicht ist ja doch was dran. Das haben ja wir damals in Pittsburgh auch mit untersucht, Kühlung vor der Reanimation. Und das haben auch die Kardiologen oft gefragt. Er hat gesagt, lieber Kardiologe, wärst du bereit, mit der Reperfusion deines Herzens zu warten, bis das Herz kalt ist? Da haben die meisten gesagt, nein. Gibt es noch irgendeine Frage, die nicht auch im Speakers Corner diskutiert und beantwortet werden kann, wo jetzt alle noch ein bisschen da sind? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich darf vielleicht abschließend nochmal fragen, wer behandelt denn Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand in der Postreanimationsphase? Wer behandelt die ganz grundsätzlich? Ganz herzlichen Dank. Wer macht ein Temperaturmanagement bei denen? Ja, fast alle. Wer macht ein Temperaturmanagement mit 32 bis 34 Grad bei denen? Danke. Wer macht das mit 36 Grad? Da traut sich keiner aufzeigen. Oh doch. Danke, danke. Darf ich mal fragen, wer in dieser Sitzung hier seine Meinung in diesem Zusammenhang geändert hat?
Meinung ändern ist schwer. Darf ich mal fragen, wer was gelernt hat zusätzlich noch? Okay, in diesem Sinne möchte ich Sie bitten, den Evaluationsbogen auch auszufüllen, damit wir auch ein Feedback kriegen und nächstes Jahr noch besser werden. Ich danke sehr, sehr herzlich allen Referenten, natürlich der Firma Soll für die Unterstützung dieser Veranstaltung und Ihnen allen. Und wir wünschen Ihnen jetzt noch angenehme Zeit in Leipzig. Danke sehr.